Hallo, wir sind Day of Destruction TV. Wir sind heute zu Gast beim Day of Destruction Nummer 9. Das ist in der Nähe von Hannover. Wir sind in Neustadt. Und das wird gerade ganz laut, weil die Stimmung ist ganz gut, darf ich euch verraten. So, neben mir sitzt Timo. Auch bei Timo ist die Stimmung gut. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade gewonnen. Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich sehr, danke. Ja, das war irgendwie, lief es ganz gut. Du hast ja ganz viele Fans hier mitgebracht. Ich meine, ist ja auch hier auch in deiner Heimatstadt natürlich. Ist man da besonders aufgeregt? Ja, irgendwie war das ein anderer Druck diesmal. Das war einfach, ich wollte meine Fans und meine Leute einfach überzeugen, dass ich gewinnen kann. Für sie, für mich. Und es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Lief es dann alles nach Plan? Nein, ich habe gerade schon von meinem Trainer ein bisschen Ärger gekriegt, weil ich in der ersten Runde schon 2-3 Drehkicks gemacht habe. Naja, beim nächsten Mal lasse ich es. Ja, beim nächsten Mal vielleicht lassen. Also Ralf Stege hat neben mir gesessen, hier das Oberhaupt des Day of Destruction hier überhaupt, hat auch gesagt, so Timo, hier die angezogene Handbremse und da der Quatsch in der ersten Runde, das muss man vielleicht einfach mal lassen, dann läuft es auch besser. Ja, mein Trainer hat mir auch einen Arsch voll angedroht, wenn ich es nochmal mache. Ja, also du wurdest aber betreut von einem Teamkollegen, ne? Der ist auch Team Day of Destruction Kämpfer, das ist der Kim Robin Lines, der ja nun heute leider ausfällt. Das wäre natürlich ein ganz toller Kampf gewesen, aber wie hast du das erlebt? Der war ein bisschen krank, glaube ich. Ja, vor 2 Wochen wurde er langsam krank, hat er die Grippe gekriegt. Leider, ich hätte ihm den Titelkampf echt gegönnt, ich hätte ihm auch den Titel gegönnt, aber leider. Ich hoffe, es wird verschoben, damit er das, was er verdient, kriegt. Ja, wer weiß. Wie geht's für dich weiter? Weiter trainieren, weiter nach Hamburg Zeug zum Sparring. Weiter trainieren und Vollgas geben. Genau, einfach weitermachen, da wo man aufgehört hat. Erstmal gute Besserung. Du hast hier ein bisschen rote Füße, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen den Gegner falsch getroffen, aber... Ja, mit dem Schienbeintreffen ist das große Geheimnis, ne? Das üben wir noch ein bisschen. Also Timo hat gewonnen. Ganz toller Kampf. Also hier war gute Stimmung. Stimmung ist weiterhin gut. Wir sagen Dankeschön. Wir sind Day of Destruction TV. Heute beim Day of Destruction Nummer 9 in Neustadt bei Hannover. Stay tuned. Us. Dankeschön. Danke.